Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Darwin's Journey. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Darwin's Journey. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Ja, die letzten Wochen, Monate hatte ich ausreichend Zeit, es zu testen und deswegen sehr ausführlich möchte ich es euch vorstellen. Auch im Hinblick auf das Fazit, sodass ihr, falls ihr es noch nicht gespielt habt, relativ zügig reinkommt. Wer schon gespielt hat, darf natürlich das Ganze gerne als Kommentar hinterlegen. Ja, ansonsten, das Spiel ist ursprünglich erschienen bei Thundergriff Games, einer deutschen Version bei Skelly Games. Die bringen ja richtig viele Spiele zum aktuellen Zeitpunkt raus, querbedurch. Viele Familienkenner, aber auch Expertenspiele. Es ist ein Spiel von Simon Luciani und Nestor Mangon. Illustration Paolo Voto. Gerade Simon Luciani ist ja durchaus bekannt in der Szene und viele ja, schauen insbesondere auf den Autor, um sich dieses Spiel schon fast blind zu kaufen. Angezeigt wird es mit ab 14 Jahren, ist oftmals so bei Kenner-Expertenspielen ganz normal. 1 bis 4 Personen können mitspielen und Spielzeit, was wird gezeigt? 30 Minuten pro Person. Ich werde im Fazit noch mal ein bisschen darauf eingehen. Ja, Darwin's Journey, wir tauchen ab in die Erinnerungen von Darwin, machen uns auf die Reise, navigieren, setzen unsere Forscher hier ein, entdecken, sind quasi Galapagos-Inseln unterwegs, kommunizieren miteinander, erforschen Dinge und das auf unterschiedliche Art und Weise quasi als eine Art Worker-Placement spielt mit ein paar besonderen Aktionen, zu denen komme ich natürlich gleich. Ja, und deswegen seht ihr auch schon den wunderschönen Spielplan, der hier schon auslegt. Ich habe schon alles aufgebaut. Ich habe hier noch so 2 Schälchen, die sind natürlich nicht in der Box dabei, das als kleiner Hinweis. Könnt ihr natürlich auch Zipptüten nehmen, aber um das euch jetzt übersichtlich darzustellen. Zuerst einmal platziert ihr den Spielplan in die Mitte, achtet am Anfang drauf, was die Spieleranzahl angeht, 1 bis 3 Personen. Der unterscheidet sich im Hinblick auf das 4-Personen-Spiel auf den ersten Blick erstmal gar nicht. Außer im 4-Personen-Spiel habt ihr hier quasi so eine rote Linie, weil der wird jeder Bereich von diesen Hauptbüchern separat gesehen. Spielt es mit 1 bis 3 Personen, das ist das quasi ein einzelnes Hauptbuch, das sind Spezialbücher, das ist das kleine Buch. Wenn man da mal einen Blick bekommt, auf den ersten Moment ist es vielleicht nicht so gleich ersichtlich, weil es durchaus eine Menge ist, aber dann, das ist dann quasi der Unterschied. Ja, was ich schon platziert habe, der Punktemarker, der landet hier auf der 0. Ihr habt hier einen weiteren, den man dann einsetzt, wenn ihr natürlich hier weiterkommt, was die Punkte dann angeht. Die Spielereihenfolge wird hier festgelegt. Einigt euch, wer beginnt. Man platziert hier quasi auf dieser Evolutionstheorieleiste, platziert man sein Buch auf den Anfangsbereich. Hier geht man dann jeweils weiter. Und wir starten hier schon auf der Seite, ich hoffe, man erkennt es, mit einem Schiff. Und ja, die Beagle, die liegt auch schon parat. Das heißt, die steuert quasi auch so ein bisschen den Rundenverlauf, weil gespielt wird über insgesamt 5 Runden. Da wird natürlich dann am Ende ein Sieger ermittelt und der oder diejenige mit den meisten Punkten gewinnt. Ja, eine Insel oder ein Bereich haben wir schon erforscht. Das ist hier dieser Bereich. Deswegen steht ein Forscher schon parat. Wenn ihr mit eurem Schiff dann weiterzieht, dann bekommt ihr natürlich weitere Forscher. Deswegen liegen auch 2 im Vorrat schon parat. Die Blättchen, die werden zufällig gelegt. Das sind Punkteplättchen, für die ihr natürlich nach jeder Runde nochmal Punkte bekommen könnt. Mehr oder weniger. Das heißt, das ist individuell. Deswegen liegen hier schon einige Plättchen separat aus. Auch hier, was das Spezialbuch angeht, sehr variabel. Auch hier gibt es weitere Plättchen. Wählt hier welche aus. Die Linse legt ihr auf das oberste Feld einfach drauf. Und zwar die neutrale Linse. Ja, gleichzeitig haben wir jetzt hier noch einen Bereich, was das Erforschen angeht und hier natürlich auch, was die Tiere und weitere Elemente angeht, abhängig von der Spieleranzahl. Diese Plättchen nimmt man und platziert es auf die jeweiligen Felder, achtet hier auf die Spieleranzahl. Es wird auch in der Anleitung gut angezeigt, wie viel abhängig von der Spieleranzahl dann übrig bleiben. Das heißt, liegt es natürlich nicht verdeckt, sondern aufgedeckt alle hin. Es bleiben also Plättchen übrig und dann wird geguckt, welche werden hier positioniert, welche werden hier positioniert. Ihr könnt es auch als Raster auslegen, aber wenn man das einmal gespielt hat, kann man das alles seitlich stapeln. Abhängig von der Spielanzahl kommen gewisse Plättchen raus. Auch das in der Anleitung richtig gut gezeigt. Ich kann eigentlich schon ein bisschen schneller machen, weil der Aufbau in der Anleitung ist richtig gut. Da kommt ihr sofort rein in das Spiel mit sehr vielen Beispielen, auch was die Abläufe angeht. Weil jeder hat noch sein zentrales Tableau, platziert seine
meine Zelte, hier dieser Marker, die Figuren hier, ist ja ein Worker Placement Spiel, 4 Figuren habe ich, eine weitere Figur kann ich hier platzieren. Ich habe hier meine Zielplättchen für den goldenen Bereich, für den silbernen Bereich, da gibt es Startplättchen, die haben hier solche 4 Bereiche, dadurch unterscheiden sie es von den normalen Zielen, die hier nur 2 Ecken dann haben. Das heißt, jeder bekommt ein silbernes und goldenes und platziert so drauf auf seinen Bereich bzw. in die Reserve. Ja, und jetzt hängt es davon ab, ist euer erstes Spiel. In der Anleitung wird das auch nochmal gezeigt, welche Plättchen ihr verwenden solltet für euer erstes Spiel, weil, ui, es sind schon einige Symbole. Da auf der Seite habe ich es, da liegt auch die Anleitung, aber die Symbole sind hier nochmal dargestellt, sogar textlich teilweise, weil es doch eine Menge ist. Aber wir konzentrieren uns erst einmal hier auf diesen klassischen Mechanismus. Weil hier liegen schon mal 3 Karten aus. Das heißt, auch hier könnt ihr abhängig von der Spieleranzahl oder eurer ersten Partie gewisse Karten dann nehmen mit der jeweiligen Nummer. Ansonsten nehmt ihr 4 Karten, draftet die, das heißt, verteilt sie immer weiter, behalt eine Karte. Ihr habt dann am Ende keine 4, sondern 3 Karten. Und dieses Symbol hier oben zeigt dann an, ich lege es mir so runter, dann sieht man es besser, dieses Symbol zeigt hier an, welche Marker ihr hier drunten drauflegt. Das heißt, ihr habt schon eine Figur mit einem Jokerfeld, 2 Figuren mit einem gelben Feld. Ob das jetzt so Sinn macht. Aber gut, die Karte habe ich mir je nachdem auch ausgesucht. Deswegen habe ich auch 2 gelbe Marker und eine mit dem roten Marker. Das sind quasi die Symbole, die man hier oben dann erkennt. 4 Münzen. Die Lupen mit meiner Farbe habe ich hier. Die 2 Forscher habe ich auch hier. Die können ja hier noch nichts erforschen. Die Zelte, alles ist soweit platziert und damit kann man auch schon quasi beginnen. Der restliche Bereich Münzen könnt ihr als Vorrat bereitlegen. Hier habe ich auch schon die Plättchen platziert, das heißt für die 5 Runden, weil das wird immer wieder abgeräumt. Auch daran erkennt ihr, wann das Spielende eingeführt wird. Nicht nur, dass die Beagle kommt immer ein Feld voran, auch hier wird jeweils dann abgeräumt. Das wird zufällig gemischt. Könnt ihr einfach zufällig auf die Seite legen, die legt ihr hier aus. Und abhängig von der Spieleranzahl legt ihr hier statt das 2er, legt ihr das 3-Plus-Feld dann drauf. Das heißt für 1 und 2 Spieler eigentlich relativ zügig erledigt. Alles ist soweit platziert und das auch nach Vorgabe. Denkt hier an die Spieleranzahl. Ja, und dann können wir auch schon in das Spielgeschehen einsteigen. Alles, was man sonst benötigt, legt man zur Seite, restliche Karten etc. braucht man nicht, das sind hier gewisse Zielvorgaben. Wenn ich hier diese Plättchen hier quasi in den einzelnen Reihen dann habe, in welcher Reihenfolge bleibt es mir überlassen, aber die Reihe muss natürlich schon diese Plättchen haben, schalte ich mir so einen Bonus frei. Manche, ich habe es schon erlebt, spielen groß gar nicht darauf. Wenn es sich ergibt, dann macht man es, aber die Optionen sind auf jeden Fall da. Und jetzt steige ich auch gleich ein in den ersten Bereich, die Aktionsphase. Ist ja ein Worker-Placement-Spiel. Und jetzt möchte ich euch das natürlich ein bisschen zeigen. Ihr merkt, bisher bin ich groß gar nicht auf die Symbole eingegangen, weil ihr solltet es erst einmal verstehen. Und in der Aktionsphase nehme ich natürlich ein meiner Figuren. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier dieses Figuren nehmen, weil, ja, da ist ein Joker angezeigt. Das heißt, hier durch das Feld, da liegt ein Joker. Und dadurch kann ich das Männchen natürlich beliebig einsetzen. Ich kann es also hier einsetzen, weil hier ist ein grünes Wappen, hier ist ein blaues, hier ist ein gelbes. Ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Dann nimm doch lieber mal den gelben, weil davon hast du eh 2. Und den könnte ich jetzt beispielsweise hier einsetzen, weil die Bedingung habe ich ja erfüllt. Es muss ein gelbes Wappen sein. Diese Felder sind noch gar nicht freigeschaltet, da kommen später die Linsen drauf. Aber man kann jetzt in diesem Bereich, man kann überall reinsetzen, was natürlich frei geschaltet ist. Und das unterscheidet auch das Spiel, wenn ihr es absolviert mit mehr Personen, also mit 4 Personen. Weil wenn ich jetzt hier einsetze, oder hier, ich habe ja auch dieses gelbe Männchen dann genommen, und später setzt noch ein weiteres Person hier in dieses Hauptbuch dann ein, also hier oder hier, bei den Runden können nämlich mehrere platziert werden. Bei den Linsen darf nur eine Person platziert werden. Übrigens bei den quadratischen dürfen mehr Personen platziert werden. Aber wenn hier eine weitere Person in dieses Hauptbuch ein oder festlegt, zahlt man praktisch eine Gebühr. Das hängt auch wieder von der Spieleranzahl dann ab und das muss man in dem Vorrat abgeben. Spielt man zu viert, dann ist hier ein roter Strich, dann wird jedes Buch einzeln betrachtet. Das heißt, zu viert kann auch hier eine Person einsetzen und bezahlt keine Gebühr. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder ich habe jetzt hier einen Fehler eingebaut, dürft ihr es natürlich gerne kommentieren, aber ich sage ja immer, lest die Anleitung im Anschluss dennoch nochmal durch. Ja, das ist quasi der Bereich. Das sind die 2 Hauptbücher. Das sind die Sonderbücher oder Sonder- oder Spezialbuch. Und das ist nochmal das kleine Buch.
Also, ich nehme mir einfach einen meiner Marker und setze den einfach irgendwo drauf. Ich kann auch hier drauf setzen, um die Spielerreihenfolge später anzupassen. Auch diese Möglichkeit habe ich. Ich kann hier einsetzen, da können mehr Personen sitzen, um hier mir zwei Geld zu nehmen. Geld ist eh ein kleines Problem bei diesem Spiel, aber ich kann mir eines dieser Ziele nehmen. Silbernes bzw. Goldenes. Mensch, du hast doch schon zwei in der Reserve, warum willst du noch ein weiteres, wo willst du es überhaupt hinlegen? Nehme ich mir ein weiteres Zielblättchen, dann muss ich es natürlich offen auf eines dieser Reiche legen. Silber zu Silber, Gold zu Gold und hier muss ich natürlich gleich bezahlen. Das ist natürlich auch ein Thema. Ich kann natürlich, ihr merkt, ich habe Optionen ohne Ende. Ich kann natürlich auch Dinge erforschen, was wenig bringt. Ich kann hier natürlich auch nochmal aktiv werden, aber das bringt wenig. Das heißt, ich werde mich erst einmal hier diesem Bereich dann widmen. Jetzt gehen wir mal die einzelnen Bereiche durch, dass es klar wird. Hier unten haben wir ja auch noch eine Einsatzmöglichkeit. Das, wenn ich hier einsetze, grün, wie gesagt, die Voraussetzung, dann bewege ich mich um bis zu 2 Wälder weit. Das heißt, ich nehme einen Forscher. Auf jedem Feld darf nur eine Person sitzen. Das heißt, sitzt schon Forscher irgendwo außer dem Stadtbereich, dann werden die einfach übersprungen und ich kann mir auswählen, bis zu 2 Felder zu laufen. Ja, das wie gesagt mit einem Grün. Deswegen nehme ich am besten wieder einen Joker, um euch nicht zu verwirren, weil den dürfte ich hier oben dann auch einsetzen. Ja, habe ich mehrere, beziehungsweise habe ich mir hier mehrere Wappen schon geholt durch die Aktion, ist hier ein silberner und ein goldener Bereich, das heißt so ein Kranz, und setze ich hier ein und ich habe schon sehr viele Plättchen hier jetzt nicht, aber im unteren Bereich dann gelegt, schalte ich mir Dinge frei, das heißt, ich profitiere von dem silbernen beziehungsweise dem goldenen Bereich. Die Symbole sind alle gut in der Anleitung erklärt, das ist der einzige, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen schauen, aber das ist quasi dieser Bereich, Bewegung des Forschers, gegebenenfalls mehrere Forscher, dann könnt ihr natürlich schauen, wie ihr euch bewegt. Schiffsaktion, ja, das ergibt sich quasi von allein. Bei den Schiffen dürfen mehrere auf ein Feld setzen und man bewegt sich natürlich mit dem Schiff voran. Das macht auch Sinn, weil die Beagle fährt jede Runde immer weiter zum nächsten Feld und ja, liegt man hinter der Beagle, je nach Punkte, was man dann bekommt, da wird man ein bisschen bestraft, Malus, wenn man einfach nicht mitkommt. Also ein bisschen Reisen mit dem Schiff wäre auch nicht schlecht. Ja, Kommunikation ist natürlich auch wichtig. Das heißt, ich nehme zwei Umschläge, beziehungsweise so zwei Briefmarken. Ich kann sie natürlich vom beliebigen Stapel nehmen. Wenn ich die abräume, bekomme ich sofort einen Bonus hier auf diesem Bereich. Und diese, die ich nehme, die muss ich auf einen Bereich dann platzieren. Ich darf sie nicht verteilen. Deswegen gibt es auch diese Aktion, wenn man Silber bzw. Gold sich freigeschaltet hat, dass man auch diese verteilen kann. Weil später praktisch quasi in der Belohnungsphase, da profitiert man natürlich auch, wie viel Marker hier drauf liegen, um sich hier noch einen Bonus zu nehmen. Tja, und damit sind wir beim nächsten Schritt. Ich hoffe, das passt alles für euch. Das ist quasi dieser Bereich. Das heißt, das ist quasi das Buch verknüpft mit diesem Bereich. Ich hole mir, ja, hier wieder rot die Anforderung. Ich hole mir 1. Ja, die oberen kosten nichts. Das heißt, ich kann mir ein Plättchen nehmen und hier praktisch irgendwo hier platzieren und anlegen. Die Option habe ich. Gehe ich hier weiter, kostet es Geld, aber dafür schalte ich mir einen Bonus frei. Das heißt, der silberne Ring, der goldene. Und gleichzeitig sind das am Ende, deswegen Pfeil mit diesem Strich, auch noch Siegpunkte, die ich bekommen kann. Hui, das ist ja eine Menge. Ja, das ist doch quasi ein Expertenspiel, ein Worker-Placement-Spiel, wo man sehr viele Optionen hat. Ja, aber Jörg, du hast ja noch ein paar Lupen. Was mit diesen neutralen Lupen? Naja, ich kann natürlich auch hier einsetzen. Nein, Jörg, das kannst du nicht, weil ich brauche hier 2 Gelb, 2 Grün. Das kann ich also nicht. Aber hier kann ich vielleicht einsetzen. Ja, ich nicht. Mir fehlt nämlich Grün, beziehungsweise doch, Grün habe ich. Aber mir fehlt noch Blau, um hier diesen Bonus zu nehmen. Das schaffe ich also nicht. Das heißt, es wird Zeit, selber mal aktiv zu werden und selber mal eine Lupe zu setzen. Das heißt, ich setze hier unten ein, da gibt es ein weiteres Feld, sitzt hier ein anderer oder eine weitere Person dann ein, zahlt man hier natürlich auch wieder einen Malus in diesen Vorrat, abhängig von der Spieleranzahl. Aber wenn ich hier drauf sitze, nehme ich eine Lupe und positioniere die irgendwo hier drauf. Völlig egal. Im oberen Bereich ist es wichtig, weil das die Hauptbücher sind, da kann man nicht hier unten reinsetzen, sondern da muss man erst auf das obere Feld dann einsetzen. So, und setze ich das dann hier irgendwo ein, zahle ich natürlich das Geld. Ihr merkt, Geld ist knapp. Ich habe nur 4 Geld am Anfang. Muss ich also gut überlegen, was ich mache. Aber wenn ich diese Lupe einsetze, nehme ich mir sofort den Bonus und das bedeutet hier 3 Bewegungen. Wow, so kommt man schon mal voran oder überspringt die Mitspieler, die vielleicht irgendwo stehen bleiben, was aber forschen und ich springe einfach weiter. Das sind die Optionen, die man dann hat. So, erforschen habe ich gesagt. Galapagos-Insel spielt ja eine Rolle und vielleicht ziehe ich natürlich weiter, bleibe hier stehen und erforsche diesen Bereich. Das heißt, ich nehme mir quasi
quasi so einen runden Marker und legt das abhängig von diesem Bereich, das heißt, das ist das Feld, legt den hier dann quasi einfach hier drauf. Weil später habe ich die Möglichkeit, wenn ich Dinge erforsche, habe ich die Möglichkeit, quasi aktiv zu werden und hier natürlich Boni zu kassieren und auf dieser Leiste natürlich voranzukommen. Weil in diesem Bereich, im unteren Bereich, da geht es natürlich darum, quasi Exemplare zu versenden. Das heißt, ich bin jetzt hier an diesem Ort, ich versende die, ich nehme den Marker, platziere den hier drauf. Und das auch nochmal als wichtiger Hinweis, da gibt es ein sehr gutes Beispiel in der Anleitung, das schaut ihr euch an. Weil wenn ihr das Plättchen dann platziert, dann schaut ihr, was noch frei ist. Unter Umständen kriegt ihr hier diese Münze, beziehungsweise schaut in die einzelne Spalte. Und dann bekommt ihr nämlich hier auf dieser Leiste Bücher voran. Und das macht nämlich Sinn, hier sehr weit voranzukommen, weil am Spielende wird geguckt, wie viele Reihen hier vollständig sind. Das können auch 4 sein. Und diese Anzahl der vollständigen Reihen wird multipliziert mit der Anzahl, wo ihr steht. Und das können dann locker nochmal 40, 50, 60 oder noch mehr Punkte dann sein. Gleichzeitig ist wer Erster hier erforscht, nimmt sich dann natürlich eine Münze weg. Ist natürlich eine Option, die man auch hat. Man kann auch direkt im Museum dann praktisch ein Museumsexemplar erforschen. Das wird hier angezeigt. Man merkt auch, man kann auch gleich ein zweites Plättchen erforschen, das kostet Geld, weil man muss nämlich schauen, für was es Punkte am Rundenende gibt. Naja, in der ersten Runde bekommt man 4 Punkte für jeweils einen blauen Marker. Tja, ja, richtig gut gespielt. Schon mal gut aufgepasst. Nein, die erste Runde geht definitiv nicht an mich, weil ich habe momentan keine blauen Marker. Aber später ist natürlich auch wichtig, dass ich gewisse Dinge erforsche. Das heißt hier diese Bereiche, die ich auf meinem Tableau dann habe, wo ich einen Marker habe. Ja, Jörg, wieder nicht mitgedacht. Das hättest du lieber hier unten platzieren sollen. Das heißt, ob es jetzt hier Sinn macht, zu erforschen, sei dahingestellt oder eher schneller weiter zu laufen, weil es gibt ja einiges zu erforschen. Oder ich gehe mit meinem Schiff einfach weiter, weil sobald ich hier diese Grenze überschreite, stelle ich auch den zweiten Forscher hier ein, um hier natürlich zu erforschen. Und wenn ich allein bin, macht das Erforschen viel mehr Spaß, wenn die Mitspieler mir nicht in die Quere kommen, mich überrunden, weil dann habe ich natürlich durchaus mehr oder weniger Möglichkeiten. Ja, und wie ihr merkt hier, durch das Schiff, beziehungsweise hier durch die einzelnen Felder, wenn ich da lande, habe ich auch die Möglichkeit, natürlich Zelte zu bauen. Und das ist natürlich auch toll. Kostet was, bringt mir aber einen Bonus, je nachdem gleich eine Aktion, beziehungsweise wenn ich Zelte abräume, bekomme ich sofort noch einen Bonus. Wow, also das bringt natürlich einige Vorteile. So, das war dieser Bereich. Dieser Bereich habe ich quasi schon erwähnt. Das sind die Ziele, wo man sich dann nimmt. Das sind natürlich Joker. Auf unterschiedliche Art bekommt man die. Und so funktioniert das. Und da müsst ihr euch natürlich immer, ihr könnt euch gar nicht auf alles konzentrieren, immer nur schauen. Sobald ihr natürlich Ziele erfüllt habt, ne, dann platziert ihr die auf die jeweiligen Felder. Unter Umständen müsst ihr Geld bezahlen, aber eure Aktionen werden stärker, beziehungsweise ihr bekommt sofort noch eine Aktion. All das wird durch eine Vielzahl an Symbolen dann angezeigt. Und natürlich widmet ihr euch hier auch diesen Bereich, dass ihr auf den einzelnen Reihen weiterkommt, um hier Silber- bzw. Goldkranz eure Aktion im Spielverlauf zu verstärken. Und das war's quasi schon fast im Schnelldurchlauf. Nein, ich bin noch nicht ganz am Ende. Ihr führt quasi reihum immer eine Aktion aus. Ihr setzt eine rein, je nachdem müsst ihr einen Malus bezahlen. Übrigens, wenn ihr auf eine Lupe setzt von einem Mitspieler, dann nimmt er sich ein Geld aus dem Vorrat, auch ganz wichtig. Das heißt, da profitiert man auch, wenn man eigene Lupen hier oder im unteren Bereich platziert. Also es macht durchaus Sinn, die eine oder andere Lupe zu bauen. Und so geht man natürlich immer weiter. Aber irgendwann hat man quasi, ja, wie soll ich sagen, 4 Aktionen ausgeführt am Anfang, weil den habt ihr euch ja noch nicht freigeschaltet. Dadurch müsst ihr erstmal einen Auftrag erfüllen. 5 Geld, dauerhaft bekommt ihr hier einen weiteren. Dann habt ihr 5 Figuren, die ihr einsetzen könnt. Klassisch am Anfang sind es natürlich 4. Und habt ihr die Aktionsphase abgeschlossen, dann geht ihr über zur Zugreihenfolge, das heißt, die Züge werden hier festgelegt, wenn ich hier einsetze, das macht ja auch die Zugreihenfolge an und kriegt gleich eine Belohnung, aber hier wird natürlich auch die Zugreihenfolge dann angepasst. Und dann geht es über zur Belohnungsphase und dann schaut man her, wie viele Umschläge liegen drauf, die Hälfte wird dann weggenommen, die kommt hier auf die Seite und der Erste bekommt natürlich die Belohnung. Gibt es einen Gleichstand, dann bekommen die Ersten den gleichen Bonus und der Nächste bekommt dann den Bonus für die 2. Ist ein bisschen anders. Auch da nochmal ein Hinweis. Schaut in die Anleitung, spielt man auch gerne falsch. Aber da bekommt man quasi nochmal eine Zusatzaktion. Wow, ist ja nicht schlecht. Mit den Punkten, mit dem Schiff kann ich nochmal fahren. Das wäre schon ein attraktives Feld für mich, um auch hier ein bisschen voranzukommen. Aber das ist quasi dieser Punkt, Belohnungsphase. Und dann geht es um die Aufräumphase, die Beagle.
Die fährt natürlich weiter, beziehungsweise man muss natürlich schauen, wo die anderen Schiffe stehen, weil es gibt ja auch Punkte. Und das ist wichtig zu wissen. Die Beagle fährt ja jede Runde immer einen Schritt dann weiter. Auch hier sehr gut beschrieben in der Anleitung, was diesen Punkt angeht. Und dann schaut man einfach, wie viele blaue Blättchen habe ich? Ich habe null. Aber der eine oder andere hat vielleicht zwei blaue Blättchen. Wow, 8 Punkte. Steht aber mit seinem Schiff hinter der Beagle. Und dann wird für jeden Bereich, beziehungsweise was hier an Punkte angezogen, dann sind es vielleicht keine 4 Punkte für ein blaues Blättchen, sondern vielleicht nur 3 Punkte, abhängig wie dieser Abzug hier auf der Seite dann aussieht. Auch das haben wir sogar auch mal falsch gespielt. Da muss man dran denken, dass sich das auf die einzelnen Bedingungen hier auswirkt. Die Arbeiter, die ich hier eingesetzt habe, die kommen natürlich zurück auf mein Tableau. Die Ziele, auch ganz wichtig, die kommen raus. Oftmals sagt man ja, oh, das hole ich mir in der nächsten Runde. Nein, die Ziele kommen raus. Es werden 2 neue Plättchen platziert, muss man auch wissen. Gleichzeitig wird die obere Reihe der Schriftrolle, sollte die nicht leer sein, die kommt dann raus und die anderen rutschen nach und es kommen aus dem Vorrat wieder weitere Plättchen rein. Also das ist auch wichtig zu wissen. Ansonsten, der Bereich bleibt quasi gleich erhalten. Das habe ich alles gesagt. Die Ziele werden alle dann platziert. Und so geht man dann immer weiter. Bis man irgendwann, ja, das Schiff zieht ja immer weiter, 5. Runde angelangt ist. Ja, dann hoffentlich kriegt man auch nicht viele Abzüge, weil das sind durchaus teilweise attraktive Plättchen. Aber so geht man natürlich immer weiter. Und dann am Spielende schaut man auf sein persönliches Tableau. Dafür gibt es natürlich Punkte, je nachdem, wo man Plättchen hingelegt hat. 8 Punkte, 5 Punkte hat man hier beide hingelegt. Kriegt man sogar noch 4 extra Punkte. Denkt daran, hier unten für das Zelt kriegt ihr auch nochmal 5 extra Punkte, wenn ihr alle Zelte gebaut habt. Das heißt, ihr schaut auf euer persönliches Tableau. Anschließend schauen wir uns diesen Bereich dann an, das heißt die Evolutionstheorieleiste schaut, wo wer steht, das heißt Multiplikator mal 11, wie viele Reihen sind abgeschlossen und das ist natürlich nochmal ein fetten Bonus, wo man hier natürlich bekommen kann. Tja, und am Schluss für ein paar Pünktchen, für ein paar Münzen gibt es dann nochmal das ein oder andere Pünktchen, auch das schaut in der Schlusswertung danach, wird gerne ignoriert, wobei macht jetzt auch nicht so viel aus. Wichtig ist, dass ihr die Punkte hier auf dem Plan habt und hier praktisch dann erfüllt, weil das sind diese Elemente, die wichtig sind, auch im Spielverlauf. Wenn ihr auf gewisse Felder landet, kriegt ihr ja sofort die Punkte. Denkt daran, da auch nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn ihr hier drüber kommt als erstes, dann bekommt ihr nämlich diesen Bonus. Also da achtet immer darauf, wer als erster hier ist, bekommt diesen Bonus. Also da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man gerne falsch spielen kann. Da müsst ihr drauf achten, aber hier bekommt ihr teilweise schon Punkte, beziehungsweise hier durch die Wertung im Spielverlauf. Aber am Schluss wird geguckt, nach 5 Runden, wer hat dann die meisten Punkte. Dann hat der oder diejenige das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Darwin's Journey. Ja, das Spiel hat einiges zu bieten. Ein klassisches Worker-Placement-Spiel, was ich allerdings nicht verstecken muss. Vielleicht liegt es auch an den Autoren Simon Luciani und Nestor Amangon, die insbesondere Luciani sehr, sehr bekannt sind und sehr beliebt sind und bekannt sind für Kenner- bzw. Expertenspiele. Und auch hier haben sie wirklich alles rausgeholt, was da nur geht. Die Anleitung ist gut beschrieben, aber man muss sie wirklich jeden Satz, jedes Detail lesen, weil wir haben auch den einen oder anderen Fehler immer mal wieder in der Vergangenheit gemacht. Deswegen bin ich auf ein paar Dinge auch nochmal explizit eingegangen, was den Aufbau und was die Abläufe angeht, weil da macht man gerne den einen oder anderen Fehler. Dabei steht alles sehr gut in der Anleitung drin. Die ist übrigens sehr gut geschrieben mit sehr vielen Beispielen. Ich hätte mir nur eine Übersicht der Phasen gewünscht. Ja, der Jörg immer mit seiner Phasenübersicht. Ja, aber das wünsche ich mir immer. Und wenn es nur auf der letzten Seite aufgedruckt wäre, dass wir alle Bereiche nochmal durchgehen. Ich brauche jetzt hier kein Tableau. Naja, ich habe eine Übersicht mit den Symbolen. Die finde ich auch etwas verwirrend. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders darstellen können. Ich weiß es nicht. Liegt auch nur eine bei. Ich habe so farbig kopiert für meine Mitspielenden. Na, das ist ein Kritikpunkt. Aber den möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle äußern. Da hätte man sicherlich, was die Übersicht angeht, da nochmal ein bisschen Feintuning betreiben können. Weil das Spiel, man ist relativ drin, relativ schnell drin. Aber es hat eine unheimliches Volumen an Möglichkeiten. Ich habe schon Partien erlebt, wo ich alles Mögliche machen wollte und das ging komplett schief. Da ist man weg vom Fenster. Also da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr von Anfang an konzentriert seid und überlegt, was ihr in diesen einzelnen Bereichen macht.
Darwin's Journey, seit Monaten aus meiner Sicht ein sehr beliebtes Spiel, auch bei uns. Und jetzt wurde es auch Zeit, das Ganze euch endlich zu präsentieren. Manches braucht aber einfach ein bisschen seine Zeit und die nehme ich mir. Aber die Zeit hat sich wirklich gelohnt. Thundergriff Games, der Verlag, deutsche Version Scale Games zum aktuellen Zeitpunkt. Was auch den Preis angeht, um auch mal wieder einen Preis anzusprechen, ja, da gehen die Preise auseinander. Hängt als oftmals auch vom Partner ab, aber da kann man wirklich nicht meckern. Da steckt einiges in dieser kleinen Box drin, aber dafür bekommt ihr sehr viel geboten. Das definitiv. Angezeigt 14 Jahre, ist meistens bei Expertenspielen so der Fall, da schreibt man das drauf, für Erfahrene durchaus auch ab 12, aber es geht ganz klar Richtung Expertenspiel und man kann es solo spielen, ich habe es nicht gespielt, man kann es aber zu zweit, zu dritt und zu viert spielen und es hat in jeder Konstellation funktioniert. Zu zweit, wow, knallharter Wettkampf, ganz klar. Aber auch zu dritt und zu viert, da muss man auch schauen. Die Spielerreihenfolge spielt plötzlich eine Rolle, darf man nicht vernachlässigen. Immer anders, sehr variabel. Neue Plättchen, andere Plättchen, variabler Aufbau. Immer was Neues, andere Karten. Das habe ich ja noch gar nicht groß gesagt. Die könnt ihr natürlich auch erfüllen. Doch, ich habe es vorhin kurz erwähnt, was die Karten angeht. Immer wieder was Neues, neue Zielplättchen. Neue Auslage hier, neue Auslage an den Bedingungen. Also unheimlich und unglaublich variabel. Richtig gut gemacht. Also da kann man sich austoben. Da wird es auch nach den 20 Partien nicht langweilig. Also da ist einiges auf jeden Fall geboten. 1 bis 4 Personen. Ja, für jede Spieler steht ja auch dabei. 30 Minuten pro Person wird angegeben. Also wir spielen es nicht länger als 2 Stunden. Es geht recht zügig. Wir spielen es zu zweit mittlerweile in 1 Stunde. Das geht auch recht schnell, wenn man natürlich das 1-2 Mal gespielt hat. Da ist man drin. Aber denkt daran, man kann gerne den einen oder anderen Regelfehler machen. Das sind ein paar Details dabei. Aber ich will nicht meckern über einen Verlag. Da müsst ihr einfach das lesen, genau lesen. Da habe ich auch Fehler gemacht, aber ansonsten sehr gut. Ich habe sie, die Anleitung. Ich zeige es euch mal. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Also da seid ihr auch recht schnell drin. Das heißt, hier seht ihr den Aufbau, hier seht ihr die Abläufe, hier auch nochmal den Aufbau, hier die Abläufe, was will man mehr? Ich hätte mir jetzt nur diese Überschriften, diese Darstellung ein bisschen genauer vorgestellt oder hätte es mir gewünscht, dass es einfach ein bisschen besser gewesen wäre. Und da gibt es natürlich einige Symbole und da schaut man je nachdem, in welchem Bereich man was machen muss. Hier auch nochmal, was die Figuren angeht, größer kann man es fast gar nicht darstellen, perfekt für mich gemacht. Hier die ganzen Beispiele, also da kann man wirklich zufrieden sein. Im hinteren Bereich gibt es nochmal die Solo-Regeln, wer schon gespielt hat Solo, ihr seid herzlich eingeladen zu kommentieren. Ansonsten auch gerne, was eure Meinung ist zu diesem Spiel, weil der Spaßfaktor, den hätte ich jetzt beinahe vergessen, der kommt bei diesem Spiel nicht zu kurz. Es hat einen sehr hohen Wiederspielreiz. Es ist ein absolutes Top-Spiel, zählt zum aktuellen Zeitpunkt auch zu den Lieblingsspielen von mir und meinem Sohn, weil wir spielen es beispielsweise auch gerne zu zweit. Ich hätte es beinahe gesagt als Absacker, da werden manche sagen, jetzt geht's aber los, Absacker, so morgens zum Frühstück. Ja, teilweise, aber es macht Spaß und es macht Laune und es kommt einfach gerne auf den Tisch. Aber man benötigt natürlich ganz klar die Spielerfahrung und es fühlt sich nicht an wie so ein altes Worker-Placement-Spiel. Nein, es hat sehr erfrischende Mechanismen, ein sehr schönes Thema. Das Cover gefällt mir richtig gut, mein Sohn findet es hässlich und da merkt man auch mal, dass bei uns in der Familie auch nicht immer Einigkeit besteht und das ist schön, weil Geschmäcker sind verschieden, nicht nur bei Grafik, sondern auch bei Mechanismen. Was den Mechanismus angeht, da sind wir uns einig und bisher sind wir uns mit allen einig. Das ist absolut top gelöst. Der eine oder andere hat vielleicht auch diese Deluxe-Version, da kann man sich sicherlich glücklich schätzen, wenn man die dann hat, aber ich weiß nicht, also der Spielplan, den finde ich klasse, die Symbole sind klar gekennzeichnet, ich weiß nicht, wie es mit den ganzen Extra ist, klar gibt es da Extras, wer da ein bisschen mehr investiert hat, aber dieses klassische Spiel, was mir vor mir liegt, das kann sich wirklich sehen lassen und ich ist für mich eine ganz klare Empfehlung, was jetzt Expertenspiele angeht. Ich hätte es beinahe gesagt, Kennerspiel, nein, das ist ein Expertenspiel. Gefühlt hat man eher wenig gehört aus meiner Sicht von diesem Spiel. Vielleicht, weil es einfach auch im Jahrgang 2023 sehr viele, sehr erfolgreiche Expertenspiele gibt. Aber dieses Spiel auf dem Hause Scale Games braucht sich nicht zu verstecken. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Und jetzt müsst ihr euch nur überlegen, die Erweiterung will ich euch auch noch vorstellen, die ist teilweise schon vergriffen. Ja Mensch, die Erweiterung braucht kein Mensch. Ich komme später natürlich in einem anderen Video auch zur Erweiterung, aber das müsst ihr euch überlegen, weil aus meinem Gefühl legen viele immer mehr Wert auf ein reines Grundspiel, wollen die Erweiterung nicht, aber wenn ihr ein Spiel richtig gut findet und die Experten
Ich kann mir kaum vorstellen. Vielleicht gibt es auch welche, denen das gar nicht gefällt. Ihr seid auch herzlich eingeladen. Aber die wollen natürlich auch mehr und holen sich noch die Erweiterung. Die, ja, die kosten ein paar Euro. Die sind immer zu teuer, um das Ganze abzuschließen. Gibt es teilweise noch im Handel. Das als kleine Ergänzung. Aber da müsst ihr auch schon schauen und flott sein. Aber ich möchte euch nicht unter Druck setzen. Schaut euch erst einmal das Grundspiel an. Habt euch hoffentlich jetzt aufgrund des Videos eine Meinung gebildet. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Sehr gut. Ich kann mir vorstellen, auch solo sehr gut. Also das spricht alles für ein wirklich tolles Spiel. Natürlich braucht ihr die Zipptüten, hat jetzt kein Inlay, deswegen nehme ich auch solche Plastikschälchen, die bekommt man ja quasi auch überall. Die sind übrigens nicht dabei in der Box, das als Hinweis, aber ansonsten habt ihr alles für sehr viel Spaß, sehr viel Variabilität und sehr viel Taktik und Strategie mit wenig Glück und achtet darauf, kleine Fehler in den ersten zwei, drei Runden werden schon durchaus bestraft in weiteren Runden. Also ihr solltet von Anfang, von Ende bis ja wirklich konzentriert sein, um keine Fehler zu machen, zu schauen, wo ihr die Münzen ausgibt, welche Arbeiter ihr wo setzt, was ihr erfüllen wollt. Eine bunte Vielfalt. Ja, aber ich denke, ihr wisst jetzt Bescheid. Spiel gibt es teilweise im Handel, teilweise natürlich auch über die Shops. Diverse Shops könnt ihr gerne die unten genannten Links dann nutzen. Ja, ansonsten war es das mit allen Informationen zu Darwin's Journeys. Schon so ein kleines Highlight. Thundergriff Games, Skelly Games, mal wieder Skelly Games, Simon Luciani, Nestor Mangon und Illustration Paolo Voto. Ich sag danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.